Ihr dürft dreimal raten, wer der Allereinzige war, der im Bus scheißen war. Wobei man das mit deswegen aushauen gleich, ich verstehe das, das ist schon ein bisschen überzogen, oder? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich meine, schon wild. Ist so das Leben. Ich glaub, das wird eine lange Nacht. Und auch wenn's nicht so war, sagen wir's mal auf Verdacht. Heute Nacht passt einfach alles Leben. Grüß euch, liebe Ganovenbücher und Stritzi-Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser mittlerweile doch ganz gut angenommenen Reihe. Dankeschön recht narrisch dafür. So, wir starten einfach im neuen Jahr 2016. Ja, so, hinter uns haben wir gehabt den Dezember mit der großen Gasometer-Weihnachtsshow. Fatz St. Pölten haben wir hinter uns gebracht, gemeinsam mit den Klassik Stritzis. Wir starten in ein frisches Jahr rein, 2016, ein Jahr wie jedes andere, fast. Ich habe eine CD im Gepäck gehabt, mein Gesicht war ein bisschen bekannter als noch im Vorjahr. Mein erstes Video heute Nacht hat innerhalb weniger Monate mehrere 10.000 Aufrufe erlangt. Und ja, ich war mit dem am schnellsten aufsteigenden Pop-Duo Österreichs nicht nur auf Tour, sondern tatsächlich auch befreundet. Also doch nicht so ganz ein Jahr wie jedes andere. Und doch sollte es noch das eins der aufregendsten und prägendsten meines Lebens, zumindest aber meiner musikalischen Karriere, werden. Der Fritz ist mittlerweile mein Booker gewesen. Also am Papier zumindest. Er hat damals gemeint, so, es wäre gescheit, wenn ich mit ein bisschen rar mache, so ein bisschen weniger spülen. So, ich verstehe das natürlich bis zu einem gewissen Punkt, ja, man muss das ein bisschen rausnehmen aus dem Geschäft, um auch das neue Geschäft aufzubauen. Und wenn jetzt der Tommy Lee jedes Wochenende spielt um Betrag X, ja, wie kann man da einen großen Veranstalter sagen, der kostet aber jetzt Betrag 2x X oder 3x X zum Beispiel. Ne? Also ich verstehe das, ein bisschen rausnehmen aus dem Ganzen, ein bisschen weniger spielen, damit er da was aufbauen kann. Ist halt leichter gesagt als getan. So, ich hab 20 Jahre lang dafür gearbeitet, dass ich das bisschen, was ich da mit der Musik eingespielt habe, dass ich das gehabt habe. So, ja, das, deswegen, ich verstehe seine Intention dahinter. Gar so leicht ist es halt aber auch nicht. Aber ich möchte auch ehrlich zu euch sein, es war auch im Kopf nicht ganz so einfach. Ja. So diese Geschichte von arbeiten gehen wollen. Ja, ich habe das schon sehr manifestiert bei mir damals, Musiker zu sein. Und ja, das hat mir wenig in meine Planung reingepasst, da jetzt wieder so einen Montag bis Freitag Arbeit anzunehmen. Ja, da muss ich mich auch selber an der Nase nehmen, sicherlich. Aber ja, nur an dem kann es ja nicht gescheitert sein. Fakt ist halt schon auch, dass ich zum Glück meine Auftritte weitergespielt habe. Weil ich sage einmal so, wenn man jetzt diese Auftritte als Beiwagerl von Seiler und Speer und vielleicht noch den Szenesommer weckerrechnet, hat er nicht viel gerissen, der Herr Booker. Also so gar nicht, verstehst? Oder aber er hat vielleicht aber auch nichts reißen wollen, auch möglich. Ja, stell dir vor, der hat mir einen allereinzigen Auftritt hat er mir verschafft. Einen einzigen Auftritt hat er mir ausgemacht und der hat dann nicht stattgefunden, weil der Wirt dort nicht mehr offen gehabt hat schon. Der hat schon zugesperrt gehabt. Ja, da bin ich dann schon auch ein bisschen in die Germ gegangen. Ja, ich gestehe es, aber ist ja, glaube ich, menschlich. Ich sage, ja, Alter, was soll das? Ne? So. Und dann sagt mir mein Booker, na, was machen wir da jetzt da? Schreiben wir da nochmal hin? Machen wir da einen Ersatztermin oder Dings? Sag ich, weißt was? Ich mache das einfach selber. Ha? So, gesagt, getan, ich bin dann dort mit dem Veranstalter kurz geschlossen und wir haben eine Lösung gefunden. Ja. Also es ist dann auch kein Auftritt gewesen, weil wie gesagt, weil halt nichts da war.
Aber natürlich muss ich auch ein bisschen auf das bestehen, dass ich einen Teil von dem Geld kriege, wenigstens. Ja? Weil der Termin war ja weg. Ja? Das ist ja, das verstehen manche Leute nicht so. Wenn der Termin einmal vergeben ist, dann kann ich dann nie ganz anders mehr spielen. Ja? Das ist halt immer so eine Sache. Wie gesagt, Booker halt. Ja. Wobei eigentlich komplett komisch. In Wahrheit war ich genau seine Größenordnung gewesen. So, in Sachen Booking. Verstehst? So wie bei den ersten da, Christopher, seine Kabarett-Tour, die erste Seil- und Speer-Tour, ja? Mittelgroße Locations und Venues an Neudurchstarter vermitteln. Das ist seine Abteilung. Das hat er gerade noch geschissen gekriegt, ja? Alles andere, der Rest, was dann passiert ist, das ist gar nicht seine Liga. Im Wesentlichen ist das nicht einmal seine Sportart. Also so, es ist nicht sein Expertengebiet. Das Projekt Seiler und Speer, ja, ist dem Kollegen längst entglitten. Längst. Ist halt nicht seine Größenordnung. Ja, aber da gehen wir eh später drauf ein. Ich sage euch nämlich auch genau, ab wann das ich glaube, dass der Managerman die Karriere von Seiler und Speer ruiniert hat. Ja, indem er sich's nicht eingestehen wollte, dass das eine ganz andere Hausnummer ist, als einmal im Jahr den Szene-Gastgarten mit günstigen Acts zu füllen. Ja, das ist Sesselkleben vom Feinsten. Und natürlich ist er so, wie wir alle, überrascht und überrannt worden von diesen Ereignissen, die da gerade stattgefunden haben. Aber all das darf natürlich keine Entschuldigung für eben dieses Sesselkleben sein, in Wahrheit. So, wie auch immer, ich war seine Größenordnung. So, das hätte ich gehabt. Und da hätte er auch schon ein paar Jahre vorher sie ein bisschen mehr an Namen machen können mit mir. Wir haben schon ein paar Jahre vorher einmal, wie wir uns getroffen haben und ich ihm um einen Gefallen gebeten habe. Nur, ich müsste euch eine Sache klar sein. Der Fritz tut niemandem einen Gefallen. Der Fritz hilft nicht einfach so. Der Fritz tut niemandem einen Gefallen, außer sich selber. Ja, der Fritz macht nichts, wo er nicht einen direkten Nutzen daraus zieht. Ist so. Wenn der Typ die Hälfte von dem Einsatz damals in den schwierigen Zeiten von Seiler und Speer als Manager eingekaut hat, die Hälfte von dieser Energie, mit der er jetzt da sein Namen und sein Logo überall eindruckt und plakatiert, dann werden die ganz anders dastehen. Ganz anders dastehen. Wie auch immer, ganz kurz muss ja irgendwann Sympathie da gewesen sein, weil sonst hätte er mich ja nicht an Bord geholt. Aber scheinbar hat er sich das halt irgendwie auch anders vorgestellt, den Verlauf dann. Ich kann es euch leider nicht sagen. So, er hat es mir ja bis heute nicht gesagt. Jetzt ist mir ja wurscht, mittlerweile. Aber so viel Unwichtiges geredet jetzt da schon. Ist ja Wahnsinn eigentlich. Aber was soll ich sagen? Der Unwichtige ist halt wichtig auch für die Geschichte. Von daher müssen wir da hin und wieder auch einmal durch. Geht schon. Und ihr wisst, die Geschichte wird erzählt, damit Geschichte wieder zählt. Nämlich meine Geschichte. Ja, so. Und jetzt gehen wir gleich wieder direkt rein in die Geschichte. Zurück in den April 2016 und zur ersten großen Österreich-Tournee. Und das war nicht irgendwie so eine Österreich-Tournee, wie wir es eh schon gehabt haben, sondern das war größer denken, einfach größer denken. Und das war es auch. Das Line-Up war unverändert. Es haben zur letzten Tour unverändert. Es haben die Anti-Cornettos gespielt, die haben den Start gemacht. Dann bin ich gekommen. Einzige Veränderung, nicht mehr alleine, sondern halt mit meinen Klassé-Stritzis. Und direkt nach uns ist dann halt der Hauptakt, Seiler und Speer, über die Menschen drüber gefahren. Yeah. War richtig geil. Die Tour, die war schon was anderes und für einige von uns auf jeden Fall das erste Mal, dass wir sowas in dieser Größenordnung erlebt haben. Für mich selber natürlich auch. Und ja, das war zum ersten Mal eine Vollproduktion, die da übers Land gefahren ist. Und Vollproduktion bedeutet, alles, was für den Abend des Auftritts notwendig ist, alles, was man da benötigt, kommt mit. Ja, sprich, das Bühnenbild, die Lichtshow, Techniker, da ist alles dort. Also man kommt eigentlich dort hin, wo man spielt und dort wird nur der Platz zur Verfügung gestellt und eben die Bühne und alles andere wird dort reingebaut. Jeden Tag reingebaut, jeden Tag nach dem Auftritt wieder abgebaut, verladen, damit es am nächsten Tag wieder aufgebaut werden kann und ja. Props an die ganzen Techniker, die Crewmitglieder, die Stagehands und also Unfassbares ist da jeden Tag geleistet worden. Ja. Diese Vollproduktion hat damals der Martin Kames übernommen.
Orga-Typ, ganz eigenes Kapitel. Dass wir da mitfahren haben dürfen, haben wir natürlich dem Christopher zu verdanken gehabt. Der hat nämlich damals im Dezember noch, also für mich war es klar, dass ich mitfahren habe dürfen, und im Faz in St. Pölten hat er dann die Leistungen von der letzten Tour gewürdigt, hat die Anticonettos ebenfalls bestätigt und hat zu mir dann gesagt, ich kann mit meinen Klassé-Stritzes auf diese Tour fahren. Also es war richtig, richtig leiwand. Wie gesagt, Christopher habe ich das zu verdanken. Ich habe aber trotzdem sicherheitshalber in Fritz 3 bis 12 Mal auch noch Danke dafür gesagt. Verstehst du? Der war immer scharf auf das Danke und so. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich habe erst 1000 Mal Danke gesagt. Ich sage sicherheitshalber noch 12 Mal Danke dazu. Danke, Fritz. Fakt ist, wir waren an Bord dieser Tour und nicht nur das, sondern der Christopher hat uns das sogar, zugestanden, dass man oder ermöglicht oder erlaubt, wie auch immer, dass wir im Nightliner mitfahren. So, meine Jungs, der Burns, der Stefan und ich sind am Nightliner mit. Und natürlich können sich das ganz wenige unter euch wahrscheinlich vorstellen, was das bedeutet, so ein Nightliner. Hin und wieder sieht man es vielleicht, das sind diese Doppeldeckerbusse, ganz schwarz von außen, wo man dann sich denkt, da will irgendeiner Geheimreisen, ein russischer Oligarch oder auch da ein österreichisches Austropop-Musikgespann auf Reisen. Ein Wahnsinn, also unfassbar, die Eindrücke, die wir dort erlebt haben. 16 oder 17 Tage waren wir unterwegs, 14 oder 15 Konzerte gespielt, es hat gekribbelt am ganzen Körper. So, kennt ihr noch, war es in der Schullandwoche? Skikurs, ja, wenn man so wegfährt, weg von den Eltern und so, weißt schon, ein bisschen selbstbestimmt den Kakao aufmachen, wenn ich den aufmachen will. So auf die Art war meine Stimmung. Ja, also durchführt durch ganz Österreich, und am Schluss waren dann noch 2 oder 3 kleine Geschichten in Bayern, so zum Abschluss. Einfach fantastisch. Ich habe mich wirklich, 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 wirklich gefreut. Treffpunkt war beim Gasometer, und mich hat damals ein Freund hin transferiert, ich sage einmal so, also mich und mein Gepäck. Und mein Gepäck ist ja eine komplett eigene Geschichte gewesen. Weil man, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, 3 Wochen unterwegs sein, man, was nimmt man da mit für 3 Wochen? Richtig viel zu viel einmal als erstes. Ich meine, doch, 3 Wochen, was brauchst du? Wäsche und T-Shirts und Hemden, vielleicht gehst du mal irgendwo was trinken oder dies, das. Ja. Bühnenwäsche habe ich mitgehabt, also unglaublich. Ich habe mitgehabt einmal 2 Wäschesäcke. 2 Wäschesäcke, bumm voll, da waren meine Anzüge drinnen für die Bühne, meine Drape-Suits, das sind so lange Sakkos, so Gehröcke mit Hose, mit Weste, also wirklich dreiteilig, mit Hemd und Schuhe, und da habe ich 2 Stück mitgehabt. Hemden, Bowlinghemden noch, glaube ich, 5 oder 6, weil man muss ja auch wechseln immer auf der Bühne oder von Tag zu Tag. Dann habe ich mitgehabt, meine silberne Kiste habe ich mitgehabt, da waren drinnen, was man halt so braucht, weißt du schon, Wechselwäsche, wisst schon, Schuhe, so, ich hab 3 Paar Adidas mitgehabt, sicherheitshalber, ich meine 3 Wochen und nur 3 Paar Schuhe zum Wechseln. Ich meine, ich kann jetzt ein bisschen spoilern, ich habe mir 1 oder 2 Paar habe ich mir noch gekauft auf der Tour. Aber gut, ich meine, ich habe nur 3 Paar Schuhe mitgehabt auf jeden Fall. So, also in der silbernen Kiste, in der Tourkiste waren drinnen eben 3 Paar Schuhe und Socken und Unterhosen, Leihwaldpullover, Tracktops, also so Trainingsjacken, alles Mögliche, was man halt so braucht. Und ansonsten natürlich Whisky, Ballisto und Gummipuppen. Natürlich habe ich auch noch Merchandise mitgehabt für diese 3 Wochen und 2 Gitarren. Also kann man sagen, ich habe schon mal gut ausgefüllt. Und nicht nur ich persönlich, sondern auch das, was ich mitgehabt habe. Also wir haben schon einen guten Teil des Platzes beansprucht im Bus. Und dann habe ich natürlich noch gehabt meine große Spurtaschen. Ihr wisst schon, Handgepäck für im Bus. Was man halt so braucht, nicht? Handcreme, Deo, Puder, Hanf, alles mit. Alles da im Handgepäck. Verstehst? Na, wie ich dort Nautanz und Auslaut, was da war gleich wieder das Gelächter groß. Alle haben sie einen Call gehabt mit mir. Ich habe ausgeschaut, da wieder Charakter-Kuss-Bots, da vom Chitty Chitty Bang Bang, wenn er auf Reisen geht, was der irgendwo auf Afrika in seinen Träumen. So, komplett abbackelt bis oben.
wie ein Karawanenkamel beladen und ächzend in der Wüste bin ich dort gestanden beim Gasometer. Und ja, alle haben gelacht. Auf jeden Fall war das aber ein Murzdrum lustiges Wiedersehen. Wie gesagt, letztes Mal haben wir uns alle gesehen im Dezember. Dazwischen war Weihnachten, Neujahr. Und ja, wir haben uns alle gefreut auf die Tour, die ansteht. Und ja, lauter lustige leibende Leute. Die Musiker der Melly Bar waren da, die Techniker, die Crewmember, alles da. Ein paar neue Gesichter hat man natürlich auch gesehen, weil Vollproduktion heißt natürlich auch mehr Aufwand, mehr Leute. Und auch einmal kurz ein Hallo abgegrissen überall. Und recht lustig. Einer von diesen Gesichtern, die ich noch nicht gekannt habe, war sehr herausragend oder herausstechend, der ganze Typ. Der hat so ausgeschaut wie ich heute, so circa so ein Bart und Ding und tätowiert auch alles, wie er was der. Und war sehr sympathisch, hat immer dumm gestikuliert und dürfte auch der Abläufe kundig gewesen sein. Und das kann ich auch jetzt schon sagen, das ist einer der herzlichsten und liebsten Menschen, die ich in diesem Geschäft, nämlich dem Musikbusiness, jemals getroffen habe. Und es war Frantischek. Frantischek, der Busfahrer, und er hat gesagt, everybody calls me Franta. So, das war also der Franta, der hat uns die nächsten 3 Wochen herumkutschiert. Er hat uns dann auch gleich den Bus gezeigt, alle Sicherheitsvorkehrungen gezeigt und erklärt. Die Hausregeln hat er uns natürlich auch noch mitgegeben. Und ansonsten hat er uns gesagt, der Bus gehört jetzt seit 3 Wochen euch und wünscht uns eine geile Tour und viel Spaß. Ja, so, und den werden wir alle gemeinsam haben. Ich habe sowas, ich schwöre dir, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ja, so ein umgebauter Doppeldeckerbus, also mit allen Schikanen, mit Lounge und Küche und Bar und Häusl und mit Fernbedienung wechselbare, per Kilometer langen LED-Leisten verlegtes Farb-Atmosphären-Feeling, also unglaublich, unfassbar, lange Bänke zum Herumknotzen. Und das war alles nur unten, das war nur unten jetzt einmal im Bus. Von außen alles natürlich super blickdicht, da hat es kein Reinschauen gegeben und innen ist aber die Party angegangen, da steppt der Hirsch. Verstehst, wann es ist. So, dann geht man die Stiegen rauf beim Bus und das Erste, was dort ist, ist einmal gleich das Häusl. Ja? Und es gibt eine einzige Regel in dem Bus. Das hat der Franta gesagt, das hat auch die Nadine damals gesagt, das war die Tourmanagerin, hat uns das auch gleich gesagt. Es gibt eine einzige Regel in diesem Bus. Im Bus wird nicht geschissen. Verstehst? Der Franta hat eh regelmäßig stehen bleiben müssen. Entweder hat er tanken müssen oder seine Lenkerruhezeiten einhalten müssen. Also es war genug Zeit, dass man abstuhlen hätte gehen können. Immer. Eigentlich. Ihr dürft es 3-mal raten, wer der Allereinzige war, der im Bus scheißen war. Alter, es ist sich nicht mehr ausgegangen. Was hätte ich denn machen sollen? Ja? Wobei man das mit deswegen raushauen gleich, ich verstehe das, das ist schon ein bisschen überzogen, oder? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich meine, schon wild. Und sowas bleibt natürlich auf so einer eingeschränkten Fläche nicht lange unbemerkt, ja? Auch wenn es 4 in der Früh war oder so. Und wie gesagt, ich glaube persönlich fest noch immer, dass da irgendwie eine Kamera oder ein Sensor eingebaut ist. Und ich weiß nicht, können die das mitfilmen? Und ob die sowas, diese kleinen Spionage-Lümmel. Aber wie gesagt, dass man mich deswegen so rausbeißt. Tja, wie auch immer, am Häusl vorbei waren dann links Schlafkojen. Dort hat die Crew geschlafen. Ja, die ganzen Techniker, Tontechniker, Aufbau, alles dort hat da hinten geschlafen. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, die müssen um 9 in der Früh immer aufstehen und deswegen war für uns auf der anderen Seite auch immer das Gebot, bleibt friedlich, da jetzt nicht Halligalli zu sehr, weil die müssen nicht schlafen. So, die stellen ja für euch die Bühne auf, damit ihr dann den Kasper abreißen könnt am Abend, euch 2 Stunden oder so. Dafür müssen die aber auf euren Spaß verzichten und schlafen gehen und fit sein und, okay. Und unser Teil dieser Abmachung ist natürlich dann gewesen,
dass wir dann nicht da die Ärsche vom Dienst sind und extrem uns aufführen, dass die nicht schlafen können. So. Das ist das Ding. Links waren die ganzen Techniker. Rechts ist man dann gegangen, war noch ein kurzer, ganz kleiner Gang. Und dann bist du nochmal durch ein Tier gegangen, da waren dann auch Schlafkojen. Das waren dann unsere, die Musiker Schlafkojen. Und dann, wenn du weiter durchgegangen bist, war vorne über der Fahrerkabine quasi auch nochmal durch eine Türe getrennt, die Lounge. Die Lounge sollte dann mein Heim werden für die nächsten 3 Wochen. Das ist mir dann auch später noch angelastet worden, aber auch zu Recht, muss ich sagen. Ich habe mich ziemlich ausgebreitet da oben. Ja, jetzt ja nur was sagen brauchen, Alter. Da oben in dieser Lounge ist auch die ein oder andere Glacé-Stritzis-Idee geboren worden. Davon aber in den nächsten beiden Folgen noch mehr. Das war richtig angenehm, lässig, da oben zu sitzen. Ganz Tischerl, Bankel rundherum, Fenster nach draußen. Und nach vorne war auch noch eine große Frontscheibe. Das war quasi sowas wie die Windschutzscheiben vom Fahrer. Unten war oben noch einmal, also richtig schön Panorama. Man hat dort nach draußen geschaut. Einfach nur einen Stock über dem Fahrer. Sehr, sehr geschmeidig. Also lässt keine Wünsche offen, so ein Nightliner. Aber jetzt kommt's. Aber pass auf. Auf Knopfdruck ist dort bei dieser Frontscheibe der versenkbare Fernseher ausgefahren. Einfach so. Wie wild ist das? Alter. Der hat dann die Frontscheiben verdeckt, ja, und du warst quasi da in einem geschlossenen Kämmerchen, hast dich dann wieder gefunden. Es war ein Wahnsinn. Eine prall gefüllte Mediathek, PlayStation und Co. haben alle dafür gesorgt, dass uns eigentlich nicht hätte langweilig werden können. Also, eigentlich. Nach dieser unglaublichen Führung und der abschließenden Info von Franta noch, dass das ein nagelneuer Bus war, wir haben den als allererste Crew quasi übernommen. Das ist ein komplett neu aufgebauter Bus gewesen und wir waren die Ersten, die damit auf Tour gefahren sind. Und da war ich dann schon sehr, sehr beeindruckt, also was sich da drinnen alles ausspielt. So die ersten Eindrücke waren einfach überwältigend. Einfach. Ich weiß nicht, das könnt ihr euch wahrscheinlich nicht vorstellen. Man arbeitet auf sowas hin. Und trotzdem ist es aber eigentlich ist es nicht realistisch. So in unserer Liga, so diese Pubs und die kleinen Festeln nochmal zu bespielen, ja, das ist natürlich eine Sache, aber auf Nightliner-Tour zu gehen, ist was ganz anderes. Das war bis dahin nicht vorstellbar. Deswegen war ich ziemlich überwältigt, schon bevor wir noch einen Meter gefahren sind, war ich schon hin und weg und Feuer und Flamme. Wie gesagt, das war so wie Schullandwoche. Irgendwie so wie Schullandwoche, nur halt nicht irgendwie eine Woche in Rossekers Waldheimat ohne Saufen, sondern halt eher 3 Wochen ins Rock'n'Roll-Land. Und wie sich da unser aller Psyche verändert hat in diesen 3 Wochen, ja, da kommen wir dann auch noch darauf. Das ist ganz wild. Du bist da so abgeschottet, ja, dass da Leute von draußen irgendwie dann ein bisschen komisch vorkommen. Ja, nach dieser Zeit im Bus. Und der einzige Komische bist aber du in Wahrheit. Ja. Aber wie gesagt, dazu kommen wir ja dann eh später. Für uns war es unglaublich. Ein einziger Taumel. Wir waren animiert, da 3 Wochen Rock'n'Roll zu leben. Bevor der Nightliner uns auch nur einen einzigen Meter geführt hat, ja, sind schon die Weichen gestellt worden und ein böses Omen hat diese Tour überzogen. Und vielleicht auch meine Zukunft. Wir waren kurz vor der Abfahrt, so die letzten Taschenkoffer und Garzeug sind noch verladen worden. Dazu war natürlich diese Seitenklappe, wie man sie kennt bei den Bussen, war offen. Und ja, wir waren wie gesagt kurz vorm Fertigmachen rein und wir fahren los. Das Ganze war eben wie gesagt am Gasometer-Parkplatz und irgendwie wollte dort anscheinend irgend so ein Lieferant mit seinem Pritschenwagen da mit seiner Plane hinten drauf, der hat gerade irgendwas angeliefert oder was angeholt, was auch immer, und wollte diesen Parkplatz verlassen. Und zu diesem Zwecke musste er an unserem Bus vorbeifahren. Ja, so, und weil diese Klappe halt sehr, sehr schmal ist, also die hat so einen Querschnitt gehabt, wie so ein Leberkässemmel,
um 20 Schilling. Ja? Um 1,50 kriegst du nur einen sehr flachen Leberkäse. Ja, so einen Querschnitt hat die gehabt, sowieso so eine billige Leberkäse-Semmel. Und der hat das halt nicht gesehen. War unaufmerksam, was auch immer. Und ist da reingarniert in diese Seitenklappe von diesem Nigel-Nagel neuen Bus, der mit Band noch keinen Meter gefahren ist. So. Die Tier hat es komplett ausgehängt, in Franta gleich sofort hinten noch ausgehängt. Ja. Na, ein großes Drama, großes Ding und großer Palaver, alles Kacke. Aber da hat der Franta auch, bevor wir, wie gesagt, noch einen Meter gefahren sind, hat er gleich einmal gezeigt, was für ein Holz der gelötet ist. Ja. Da brauchst du keine Brille. Da ist einfach eine, ist auf der anderen Seite vom Bus, da war genau auf der gegenüberliegenden Seite war auch Kloppen, die hat er aufgemacht, ist dann durchgerührt, hat das zugezogen, wir haben die von draußen zudruckt, die kaputte Türe, und der hat die dann einfach mit Spanngurten einmal drinnen befestigt. Die war halt zu ab dem Moment, ja, da hast du das nicht mehr aufmachen können, aber es war halt nicht möglich, ich glaube 2 oder 3 Tage hat es gedauert, bis Ersatz da gewesen wäre. Und ja, wir waren halt auf Abfahrt. Und ja, ein Wahnsinn. So, jetzt sind wir da mit einem nickelnackelneichen, aber schon kaputten Bus einmal losgestartet. Hat aber natürlich der Stimmung überhaupt keinen Abbruch getan. War nur ein bisschen deppert. Und ja, der Franta hat das gleich, der nimmt das gleich, der hat das gleich so persönlich genommen. Weißt du? Nicht, dass du sagst, Alter, das ist ein Bus, der ist versichert, der gehört meiner Bude. Nein, der hat das, ja, was das für ein Kerl war. Wir haben sehr viel Spaß gehabt die nächsten 3 Wochen. Mit dem Franta und richtig geiler Typ. Richtig geiler Typ. Wie auch immer, sitzt, passt, hat Luft, aufsitzen, wir fahren. Und los geht die wilde Fahrt in ein fröhliches und frivoles Hallali. Ja, unfassbar, unfassbar. Wir also drinnen in dem Bus schon mal kurz akklimatisieren. Aber eigentlich nur gespannt drauf sein, was jetzt da passieren wird in den nächsten Wochen. Und ihr bleibt auch gespannt, hoffentlich, was da alles passiert ist in den nächsten 3 Wochen auf der Tour. Es gibt natürlich einen Ehrenkodex und der Ehrenkodex besagt, was auf der Tour passiert, bleibt auf der Tour. Es gibt aber auch halt auch einen anderen Ehrenkodex und der besagt, was ich dir im Vertrauen erzähle, das bleibt bei dir. Hat sich auch nicht jeder Schwanz dran gehalten. So, ich halte mich trotzdem dran. Gehört sich nämlich so. Und deswegen werde ich nur die schönen Erinnerungen und meine Erlebnisse von der Tour mit euch teilen. Weil es auch ein einmaliges Erlebnis für mich war. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn sie mir einen Daumen nach oben schenkt. Sollte euch das Video überhaupt gar nicht gefallen haben, ja, dann schenkt mir doch einen Daumen nach oben, weil es eh wurscht ist. Ansonsten unbedingt gerne kommentieren, da freue ich mich immer, eure Kommentare zu lesen, eure Meinung zu gewissen Sachen auch mitzubekommen. Ihr habt die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren, das kostet natürlich gar nichts, außer eine halbe Sekunde eurer Zeit. Macht ihr gleich da unten am besten, dann könnt ihr auch die Glocke gleich aktivieren daneben, dann wisst ihr immer, wann das neue Video vom Winfluencer erscheint und ja, müsst ihr nicht immer aufschauen am Kanal, sondern kriegt sofort instantly die Benachrichtigung. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der reinschaut und Freude an der Geschichte hat. Und ja, ihr könnt es auch gerne teilen. Ja, es gibt auch so viele Leute, die sind immer an guten Geschichten interessiert. Ja, ihr müsst einmal schauen, wie viele Leute schauen die ZIP 2 zum Beispiel. Ich habe noch nie so viele Geschichten gehört wie in den Nachrichten. Ja, dann teilt doch meine Videos. Dann haben die Leute wenigstens nicht nur Geschichten, sondern auch einmal die Wahrheit ein bisschen. Ja, da macht es doch nichts verkehrt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch wieder mal ein herrliches Wochenende. Ihr seid die Größten und das kann man nicht in Zentimeter messen. Ich sage Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir sehen uns am nächsten Samstag um 10 Uhr wieder. Und ja, da noch. Da. Ja, warte, da, so. Link, ihr wisst Bescheid. Und jetzt schaut's das aus, kommt's. Der Sommer ist da. Bussi. So schaut's aus.